all die Power ein. Genau, genau. Vermute ich mal. So genau. Wie Lars Ulrich von Metallica das macht. Genau, der, genau. Wenn der 2 Stunden im Set durchspricht, dann plant er das vorher. Du schreibst hier in einer Szene auch, da geht es auch noch um die Band. Ich habe immer davon geträumt, Musiker um mich herum zu haben, die wie eine Familie für mich sind. Aber in der Realität funktioniert das nicht. Nee, in der Realität funktioniert das überhaupt nicht. Was würdest du sagen, wie macht man das am besten in einer Band? Dass man nicht zu viel aufeinander hockt. Also Abstand halten. Bitte? Abstand halten. Von ja, denen. Also kein WG. Ja. Kein WG machen und wir machen jetzt ein Band. Nee, jeder sollte eigenes Leben haben, nicht? Und sich dann treffen, verproben und so. Ich finde das auch viel kreativer. Wenn man Tag und Nacht aufeinander hockt, wird das nichts. Dann wird es kaputt geredet. Ja. Dann wird es viel zeredet. Dann wird viel zeredet. Das heißt, üblicherweise muss sich auch einer durchsetzen als Führungspersönlichkeit, oder? Das braucht man immer. So wie bei in deinem Club, da hast du ja den Laden zusammengehalten, ja, muss man so sagen. Ja, ohne eine dominante Person, ja, soll ich sagen, funktioniert nichts. Es muss immer eine die Führung übernehmen oder sagen ja oder nein. Und dann muss das Team gut funktionieren. Dann muss das Team gut funktionieren. Nächste Station, ich reiße ihn nur kurz an, Help Me Make It Through the Night war auch ein Programm oder eine LP. Eine Rockshow mit der Band Piratensender. Also du hast also eine neue Band offenbar nochmal gemacht. Stimmt das? Ja, na, das war das einfach der Name von dem Programm, Piratensender. Ah, okay, verstehe. Ja. Und, ja. Und Help Me Make It Through the Night war ein Soundtrack für eine, war Filmmusik. Ah, okay. War Soundtrack von Mascara. Ein Film mit Charlotte Rampling und Michael Sarrazin. Wo du auch mitgespielt hast. Wo ich auch mitgespielt habe, ja. Aber das ist schön, eine Filmmusik zu machen. Diese Filmmusik ist in deiner Diskografie gar nicht genannt. Ich wollte den Jahreszahl rausfinden, die habe ich nicht gefunden. Ah, nee, echt nicht? Nee. Da gibt es so richtige Soundtrack. Also erhöhen wir 27 Tonträger veröffentlicht. Ah, okay. 27. Ich habe das auch selber alles nicht gemacht. Das sind halt. Ich finde mich selber in Kugel zurück, sozusagen. Ja. Und sage, oh, ah. Ja, ja. Es aber ist dein Name stand drauf. Ja. Aber es ist Wahnsinn, nicht? Kugel, ja, ist schon Wahnsinn. Was ist? Kugel ist schon Wahnsinn. Kugel? Nicht? Ach, Kugel. Ja. Ach so, ja. Es ist schon der absolute Wahnsinn. In der Tat, ja. 1989 hast du eine eigene Fernsehshow bekommen. Hexenkessel. Und ihr habt gedreht in der Uferfabrik hier in Berlin. Da haben wir geprobt. Ach, geprobt. Und gedreht habt ihr woanders? Gedreht im Studio. Ah, ich dachte, sie hätten dann ein Fernsehstudio aufgebaut. Das wusste ich. Nee, dazu kenne ich mich zu wenig. Wir haben immer weil das war ja mit großer Band. Ja. Das waren 8 Mann in der Band, 8 oder 9. Und da gab's Backup-Vocals und das ist dann, haben wir immer Vorstellungen gegeben, die Uferfabrik, die Lieder gut geprobt und dann sind wir ins Studio gegangen und haben es dann da gemacht. Weißt du noch, wer in der ersten Sendung zu Gast war? Wahrscheinlich, ja. Du hast ein Duett gesungen mit ihr. Ah, Eartha Kitt. Ja, Eartha Kitt. Ja, und ihr habt gesungen Après Moi. Après Moi, ja. Und es ist der erste Take, den ihr gemacht habt. It was only one take. Und wir wollten ein bisschen ansingen und proben, ja, um irgendwie in die Tonlage reinzukommen und gucken, wie wir es machen. Und das ist dann final im Ende der Take geworden. Nicht? Ja, beide Vollprofi. Ja, oder ja, naja. War halt einfach, glaube ich, Spaß aneinander oder so. You know. Was verband ich mit dem Titel von Eartha Kitt, Let's Do It? Weißt du es noch? Let's Do It. Nur eine Anekdote, ja. Let's Do It. Da hast du wohl deinen ersten Auftritt im hellblauen Pyjama gemacht. In einer hellblauen Pyjama. Ja, Eartha Kitt. Also geht, ja, aber du jetzt springst du zurück, da war ich 13 oder so. Ja, das kann man. Ja. Aber noch eine andere Geschichte, Hexenkessel. Ja. Da war eine Boygroup, die sehr bekannt war zu der Zeit, die haben euch die Bude eingerannt. Und einer der Sänger wurde später noch wesentlich bekannter. Ja, Robbie Williams. Und Take That. Ja, ich glaube immer noch, dass Robbie Williams ist genial. Ist genial. Ich hoffe, dass er bald wieder was Neues macht. Ja. Er hat eine schwierige Karriere, finde ich. Hä? Er hat eine schwierige Karriere, finde ich, weil er
Naja, gut, aber das wäre. Er hat eine Riesenkarriere. Ja, er hat eine riesige Karriere in der Tat, aber auch eine schwierige. Warum schwierig? Naja, weil er in Amerika nicht so richtig durchkommt und extrem viel Geld von seiner Plattenfirma bekommen hat, von der EMI. Da ging es um einen Deal von 150 Millionen. Das heißt, der Druck, der auf ihm lastet, ist immens. Er müsste sich eigentlich auch, soweit ich das aus der Presse verstanden habe, müsste er sich eigentlich auch in Amerika gut verkaufen, damit das Geld wieder reinkommt. So wie ich das der Presse entnommen habe. Und deswegen stelle ich mir den Druck auf ihn als Person sehr schwer vor. Achso, er sieht nicht aber aus, dass er sehr unter Druck steht. Okay, nee, du hast natürlich recht. Vielleicht ist ihm das wurscht. Könnte natürlich auch sein. Nee, das könnte auch sein. die Deals gibt es heutzutage nicht mehr. Die was? Solchen Deals gibt es ja nicht mehr. Richtig, ja, das ist ein paar Jahre her, dass sowas gemacht wurde. Du hast einen Titel gesungen, Lilli Marleen, mit einem Matrosenchor. Ja. Wo hast du den gesungen? Und wer hat die musikalische Leitung gemacht? Ach, hör bloß auf. Oh. Das war Eurovision-Sendungen. Von der ARD. Harald Juncker. Paul Kuhn. Und Paul Kuhn hatte überhaupt nicht... Das ist irgendwie arrangiert worden ohne mein Wissen. Ah. Und dann war die Tonlage viel zu tief und dann musste ich damit klarkommen und dann, naja, sowas. Nicht? Okay, verstehe. Weiter. Seit Mitte der 90er Jahre, sagst du, ist so ungefähr dein Rhythmus, immer neue Stücke schreiben und auf Chanson-Tournee gehen, so schreibst du es. Habe ich etwas vergessen in deiner Karriere? Bis auf die Filme, die kann ich nicht nennen. Nee, als das Versagen, da habe ich richtig so eine Midlife-Crisis gehabt. Da habe ich gedacht, oh, jetzt wirst du alt. Jetzt musst du dich das Chanson widmen, obwohl die Klaus-Hoffmann-Platten ja auch rein Chanson war. Jetzt wirst du alt, aber du Anfang 40. Du musst denken, dass bei Beispiel die City in the Night-Zeit ist eigentlich eine sehr punkige Zeit. Ja. Und ich war sehr wild und es war sehr rockig und ich bin in Tschechien aufgetreten. Du bist eine Zeit lang nur mit Punkfrisur aufgetreten. Mit Punkfrisur. Und das Zugabe, wenn ich mit einem nassen Towel, Handtuch auf die Bühne gegangen, habe die Leute geschlagen. Nicht so war das früher. Nicht, aber dann hatte ich das Mittagskreis und gedacht, oh, nur noch Chansons mache. Ich war ja auch jetzt 4,5 Jahre auf Tournee mit Frauen, die ich nicht vergessen kann. 4,5 Jahre, Teil 1 und 2. Ja? Und weil zufällig, ich kenne ja all die Frauen, nicht? Ja. Beispiel Knef, Özekit, Kaven, wir haben dasselbe Management gehabt. Ja, so, ich kannte die alle ganz nah. Und natürlich war das auch ein sicherer Einfluss für mich, wenn ich Kind war, diese Frauen. So, das war sehr interessant, das zu machen. Aber jetzt werde ich wieder rockig. Ich gehe back to my own roots. Nicht? Also, das ist mir so trashig, Velvet Underground und sowas. 1993 gab es noch einen Stummfilm, Die freudlose Gasse, wo du die Hauptrolle gespielt hast. Nee, das ist ein Witz von dem Fotograf gewesen. Ach so. Das sind Fotos. Ach so. Und da haben sie gesagt, oh, das sieht ja aus wie Freudleute. Ach so. Der Lacher ist aber über den Film davor, wo du gesagt hast, Belcanto darf eine Note schlürzen, diese Film von Robert Ackern. Ja. Die war in Schwarz-Weiß. Ja. Und wenn die Leute die damals gesehen haben, haben die gesagt, was, die Romy Hacker zu einem Stummfilm gespielt? Ach so, das war auf 30er Jahre getrimmt. Genau. Richtig? Das heißt, genau. Die Leute dachten, du wärst in den 30er Jahren schon erwachsen. Also, genau, du hättest schon einen Film gespielt. Okay, verstehe, dann war das ein Scherz, weil das konnte ich nicht ganz zuordnen. Dann gab es ein Programm Illusionen und ich würde gerne eine Szene vorlesen, die, wie ich finde, deinen Charakter sehr gut beschreibt. Ziemlich am Ende des Buches, da geht es um einen Banküberfall. Ah ja, jetzt Stuttgart. Da hast du dir gerade Gedanken gemacht, da warst du irgendwie in einer kleinen Krise und wusstest nicht, wie du aussiehst und wie du dich fühlst und bist in eine Bank reingegangen und wolltest irgendwie Geld abheben. Und dann kam auf einmal ein Bankräuber, der wie es hier steht, nervös mit einer Pistole herumfuchtelte. Das ist ein Überfall, wiederholte er. Ausgelaugt wie ich war, drehte ich langsam meinen Kopf, sah ihm in die Augen und sagte mit tiefer, kaputter Stimme, aber nicht jetzt.